Zwei Menschen sind ermordet worden, unbegreiflich an einem friedlichen Mittag in der Nähe einer Synagoge, in der jüdische Mitbürger eines ihrer höchsten Feste, Yom Kippur, feierten. Ich trauere mit den Familien und Freunden der Ermordeten in diesen Stunden, die so schmerzlich sind. Ich denke an die Verletzten und wir alle wissen, wir sind nur sehr knapp einem schrecklichen Angriff auf die Menschen in der Synagoge entgangen und es hätte noch sehr viel mehr Opfer geben können. Und ich habe es gestern in Berlin an der neuen Synagoge gesagt und ich wiederhole es hier. Wir sind froh über jede Synagoge, über jede jüdische Gemeinde und über all jüdisches Leben in unserem Land.